Wir schauen uns heute an, wie du am besten Fett verbrennst. Interessant ist eines, trotz einer jahrelangen Diätkarriere schaffen es nur die allerwenigsten Menschen, schlank zu werden und vor allem schlank zu bleiben. Das sind nur etwa um die 2%, die das hinkriegen. Wir schauen uns heute an, wie auch du das schaffen wirst. Ausgangspunkt sind unsere beiden Hauptenergielieferanten und das sind einmal Fett und die Kohlenhydrate. Und bei den Kohlenhydraten geht es hier um eine ganz besondere Variante und zwar um gespeicherte Kohlenhydrate. Also gespeicherte Glucose heißt dann eben auch Glykogen. Glykogen wird gespeichert in der Leber und in der Muskulatur. Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Wenn du nichts isst, dann wird das Glykogen zunächst aufgebraucht. So, und jetzt machen wir mal ein Beispiel dazu. Angenommen, du hast jetzt irgendwie Energie verbraucht. Du hast einen schönen Spaziergang gemacht oder du hast ein bisschen Sport gemacht. Beides wunderbar. Energie verbrauchen ist grundsätzlich immer sehr gut. Energieverbrauch durch Leistung meine ich damit. Ja, jetzt ist die entscheidende Frage, warum sind viele Menschen durchaus sehr aktiv und verbrauchen eigentlich relativ viele Kalorien, aber sie sind trotzdem fett, also übergewichtig. Ja, ganz einfach, diese Menschen kommen gar nicht in die Fettverbrennung. Das heißt, bei der Energie, die verbraucht wird, beim Sport zum Beispiel, da wird Glucose, also Glykogen, verbraucht, aber eben kein Fett. Und das Ergebnis, diese Menschen, wenn sie denn dann abnehmen, nehmen in erster Linie auch Wasser ab. Das heißt, da kommt es durchaus zu einem gewissen Gewichtsverlust, aber dann kommt eben auch ein hartes Plateau. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Stellschraube, die entscheidet, ob du Fett verbrennst oder nicht. Und da sind wir beim Hormon Insulin angekommen. Ich spreche auch immer davon vom Schlüsselhormon, weil es eben so eine wichtige Bedeutung hat, vor allem auch für die Fettverbrennung. Und dieses Schaubild gibt dir jetzt mal eine qualitative Antwort darauf, weshalb es bei dir mit der Fettverbrennung vielleicht nicht ganz so rund läuft. Schauen wir mal drauf. Wir haben hier die Fettverbrennung, also je höher, desto besser ist die Fettverbrennung. Wir haben hier im Verlauf den Blutzucker bzw. Insulinspiegel. Und da siehst du jetzt auch schon eines ganz deutlich. Wenn du eben Schwierigkeiten hast, hier Fett zu verbrennen, das heißt, dann bist du hier unten auf dem Niveau. Und da siehst du, dann ist entsprechend dein Insulinspiegel noch zu hoch. Dann sind wir irgendwo hier auf dem Strahl, auf der Linie. Wenn du wirklich erfolgreich Fett verbrennen möchtest, dann ist es unheimlich wichtig, dass du deinen Insulinspiegel gut in den Griff kriegst. Und das sehen wir hier einfach ganz deutlich an der Linie. Und da ist es wichtig, dass auch deine Bauchspeicheldrüse ganz gezielt entlastet wird, dass hier Ruhezeiten sind, wo sie nichts produzieren muss. Und dann wird nämlich auch dein Insulinspiegel sinken, dann ist er auf dem Niveau. Und dann siehst du auch, dann bist du gleichzeitig hier auf der Linie und dann hast du nämlich eine Top-Fettverbrennung wieder. So, für eine gute Fettverbrennung brauchen wir also Phasen, wo der Insulinspiegel ganz gezielt schön runtergeht. Und keine Angst, dafür musst du kein Low Carb machen, erst recht kein No Carb oder Keto oder sonst irgendwas. Wichtig ist hier, auf bestimmte Faktoren zu achten, zu denen kommen wir dann später noch genauer. Beispielsweise natürlich eine gute Planung deiner Mahlzeiten. In meinem Abnehmcoaching, da achte ich auf insbesondere drei Faktoren, mit denen es uns extrem gut gelingt, den Insulinspiegel gezielt runter zu regulieren und damit wieder exzellent Fett zu verbrennen. Und diese drei Faktoren, kommen wir mal kurz dazu, das sind, ich lese es mal vor, ein bisschen klein vielleicht, die Quantität der Kohlenhydrate, die Qualität der Kohlenhydrate und das Timing der Mahlzeiten. Auch das Körpergewicht spielt hier durchaus eine Rolle der jeweiligen Person. Und mit diesen Faktoren gelingt es uns, auf dem Strahl, auf der Linie der Fettverbrennung von einem schlechten, von einer niedrigen Fettverbrennung hochzuwandern in den Bereich einer hervorragenden Fettverbrennung. Ja, und hier siehst du auch ganz deutlich, es ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn du in drei oder vielleicht sogar vier Mahlzeiten des Tages, je nachdem wie dein Plan gestrickt ist, Kohlenhydrate zu dir nimmst, weil alleine die Tatsache oder die Aussage, es sind Kohlenhydrate im Plan, hat nichts zu bedeuten. Es kommt vielmehr auf die Quantität und die Qualität und auch das Timing darauf an. Da spielt die Musik.
Insofern spielt viel mehr die Rolle, wie ist dein Ernährungsplan gestrickt und wie sieht die Struktur insgesamt aus, wie durchdacht ist dein Plan. Und dann wirst du nämlich auch mit einer häufigen Anzahl an Kohlenhydraten extrem gut Fett verlieren. Es spielt nämlich grundsätzlich, es ist überhaupt kein Problem, eine geringe Menge an Kohlenhydraten in hochwertiger Qualität zu sich zu nehmen und trotzdem Fett zu verbrennen. Kohlenhydrate sind böse. Nein, sind sie nicht. Das will ich so nämlich pauschal überhaupt nicht stehen lassen. Im Gegenteil, wir brauchen Kohlenhydrate sogar. Natürlich die richtigen. Schauen wir mal in die Natur. Die Natur hat uns wunderbare Kohlenhydratlieferanten mit auf den Weg gegeben. Äpfel, Brokkoli, Haferflocken. Das hat uns alles die Natur mitgegeben. Tolle, vitalstoffreiche Lebensmittel. Aber was uns die Natur ganz bestimmt nicht mit auf den Weg gegeben hat. Nuss-Nougat-Cremes, Schokoriegel, Toastbrot, Apfeltaschen. Das hat uns die Natur ganz sicher nicht mit auf den Weg gegeben. Und es zwingt dich wirklich niemand dazu, den ganzen Tag irgendwelche kohlenhydrathaltigen, kurzkettigen Kohlenhydrate zu dir zu nehmen. Und wenn du das den ganzen Tag machst, dann werden dir auch die guten, die gesunden Kohlenhydrate nicht weiterhelfen. Dann wirst du auch davon dick werden. Schauen wir nur mal, wie die Sache früher aussah. Früher haben wir uns ganz gezielt gestärkt, beispielsweise mit Kohlenhydraten, weil wir auf die Jagd gehen mussten. Und an diesem Beispiel mit der Jagd, da erkennen wir gleich mal zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen, es gab auch bei der Jagd Phasen, wo wir nichts gegessen haben. Wir mussten ja schließlich rennen. Und gleichzeitig haben wir nicht nur nichts gegessen, sondern wir haben auch noch verbraucht. Und auf dem Weg war das eine natürliche Regulation dahin, dass wir eben auch mal nach Phasen von hohen Insulinspiegeln einen niedrigen Insulinspiegel hatten. Schauen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die drei entscheidenden Faktoren Qualität, Quantität und Timing. Starten wir hier mit der Qualität. Und die Qualität der Kohlenhydrate ist nämlich ganz ausschlaggebend für die Geschwindigkeit deines Insulinanstiegs. Ein Insulinspiegel, der schnell ansteigt, der fällt auch wieder schnell ab und das ist immer ein großes Problem. Und Lebensmittel mit einer niedrigen glykämischen Last sind hier extrem günstig. Schauen wir uns die Unterschiede mal an. Hier haben wir die Höhe deines Insulinspiegels und hier haben wir den zeitlichen Verlauf. Die rote Linie, der Insulinanstieg, ist hier in kurzer Zeit sehr steil. Dagegen ist bei der blauen Linie ein sehr entspannter, moderater Anstieg deines Insulinspiegels der Fall. Und die blaue Linie ist genau das, was wir hier möchten und was wir brauchen. Wenn die Qualität bei den Kohlenhydraten stimmt, dann wirkt sich das auch automatisch positiv aus auf die Quantität. Das heißt, eine gute Qualität an Kohlenhydraten hält dich automatisch viel, viel besser satt und entsprechend brauchst du dann auch weniger Essen. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir einen insgesamt gesehen weniger starken Anstieg haben. Hier mal isoliert betrachtet die Höhe deines Insulinspiegels. Wenn du eine schlechte Qualität an Kohlenhydraten isst, dann brauchst du mehr Essen, mehr Kohlenhydrate. Und das heißt, dein Insulinspiegel, der Anstieg deines Insulinspiegels, der geht bis zu dieser Höhe, also relativ hoch. Wenn du dagegen eine gute Qualität an Kohlenhydraten hast, bist du schneller satt, brauchst nicht so viel zu essen. Entsprechend steigt dein Insulinspiegel auch nur bis zu einem bestimmten Level an. Also wesentlich niedriger als bei der roten Linie. Und die blaue Linie, das ist das, was wir brauchen. Also wir wollen einen langsamen Anstieg und wir wollen einen nicht so hohen Anstieg. Ja, und als dritten Faktor, da haben wir noch das Timing der Mahlzeiten und dann siehst du entsprechend auch diesen Verlauf, dass wir hier immer so ein Auf und Ab haben des Insulinspiegels, wo aber ganz gezielt auch Phasen sind eines längeren, sehr niedrigen Insulinspiegels. Ja, wenn du diese drei Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, berücksichtigst, dann wirst du in der Lage sein, sehr, sehr gut deinen Insulinspiegel zu regulieren und vor allem sehr schön Fett abzunehmen. Ja, wenn auch du ein funktionierendes System nutzen möchtest, das in diese Richtung hervorragend optimiert ist und genauso stark abnehmen möchtest wie meine Teilnehmer, die ich hier auch immer wieder mal vorstelle, dann trag dich jetzt hier oben ein mit deiner E-Mail-Adresse und bewirb dich auf dein kostenloses
und unverbindliches Gespräch mit mir. Und dann werde ich dir eine ganz klare Strategie zeigen, wie wir dich wieder zuverlässig dorthin bringen, wo du hinkommen möchtest. Und zwar so, dass du dein Gewicht danach auch halten kannst. Ich habe leider nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmerplätzen zur Verfügung und entsprechend auch an Gesprächen eine begrenzte Zahl zur Verfügung. Deshalb, falls du jetzt gerade denkst, das ist interessant für mich, das möchte ich auch hinkriegen, dann trag dich am besten direkt hier oben ein mit deiner E-Mail-Adresse und ich werde mich dann umgehend bei dir melden.